Ex-Dortmund-Star Jan Koller schnürt mal wieder die Fußballschuhe. Diesmal aber nicht auf sattem Grün, sondern in der Futsalhalle. Initiator des kuriosen Auftritts ist Kollers Landsmann Roman Tietze, der 9 Jahre bei 1860 München spielte. Tietze trainiert aktuell die Futsalmannschaft vom FC Deisenhofen. Ich habe eigentlich schon vor 20 Jahren versprochen, dass er irgendwann mich hier besuchen muss in Wiesenzeit. Und deswegen, das war eine gute Möglichkeit, weil wir haben letzte Woche angefangen mit unserer Futsalsaison. Und da habe ich gesagt, wäre nicht schlecht, wenn du bei mir vorbeikommst und wir gehen Wiesentisch, werde ich für dich organisieren. Aber du musst dafür für unsere Futsalmannschaft 40 Minuten spielen. Neben Auftritten in der Halle ist Jan Koller aber auch weiterhin im Fußball tätig. Ich arbeite für die tschechische Nationalmannschaft U19. Ich bin etwas alles, ja, Co-Trainer, Sportdirektor. Und der 2-Meter-2-Hühne hat dabei ein Ziel fest im Auge. Mit der Nationalmannschaft 19 vielleicht qualifizieren für die Europameisterschaft. Ja, das ist meine, jetzt ist Traum für nächste Jahre. Wenn es damit nicht klappen sollte, ist für Koller bestimmt immer ein Platz im Kader von Roman Tietze frei. Seine kleinen Fans würde es freuen. Dass der Sturmtank das Toreschießen nach wie vor beherrscht, stellt er auf jeden Fall unter Beweis. Auch Trainer Tietze ist zufrieden mit dem Auftritt seines Gaststars. Ich muss sagen, dass er mit Mannschaft nur gestern einmal gut trainiert, hat er das, finde ich, nicht schlecht gemacht. Ja, das ist eine andere Umgebung, andere Mitspieler, aber er hat Tore gemacht und für eine 2 Meter 2 große Spieler hat sich gut geschlagen und hat er auch gezeigt, dass auch große Spieler können Fußball spielen. Tietze hat aber auch noch andere tschechische Legenden auf seinem Scouting-Zettel. Ich meine, zum Beispiel mit Pavel Nedved, mit ihm bin ich auch sehr viel in Kontakt. Der wollte ich auch heute anladen, aber leider hat er keine Zeit, weil er sehr viel zu tun mit Ronaldo jetzt bei Juve. Aber das wäre auch die Option. Aber ich meine, für das erste Mal war das schon ganz gut. Wir dürfen gespannt sein, wer nächste Woche für Deisenhofen in der Halle steht.